liebe Leonard und Nico. Selbst Konstantin ist mir in der Kürze der Zeit mehr als ans Herz gewachsen. Und Ansgar? Ich habe gerade mit Vanessa gesprochen. Oh, brauchst du sie wieder Kohle? Nein. Sie hat mir erzählt, dass ihre WG sie rausekeln will. Und dass du dabei nicht gerade eine rühmliche Rolle spielst. Du hast deine Kinder vor deinem Mann versteckt. Ja, verstehst du immer noch nicht. Alex will mir die Kinder wegnehmen. Nur für eine schmutzige Fantasie. Das war doch ganz klar ein Scherz. Natürlich. Das ist nicht lustig, das ist kränkend. Ach, lass nur. Im Vergleich zu den anderen Sachen war das harmlos. Was hat er noch gesagt? Das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Ach, der zieht doch ganz kleine Show ab. Nico, es reicht. Was soll das heißen, er will dir die Kinder wegnehmen? Vorerst hast du sie ihm ja wohl weggenommen. Er akzeptiert die Trennung nicht und jetzt droht er mir. Und deshalb hast du die Kinder ohne sein Wissen zu dieser Freundin gebracht? Ja, aber ich habe Angst, dass er sie findet. Und dann? Susanne! Es ging nicht anders. Du hörst doch, was er mir androht. Er lässt Lisa und Paul nicht weg, nur damit ich bei ihm bleibe. Er ist ihr Vater! Ich wusste, dass du mich nicht verstehst. Ich rufe jetzt meine Freundin an. Hoffentlich war er nicht schon da. Und, hast du dir schon Termine besorgt? Was für Termine? Für dieses Charity-Tennisturnier nächste Woche. Ach, das habe ich ja komplett vergessen. Aber du kommst doch. Ich bin mit Cecile zum Doppel angemeldet, also eher nicht. Ich bin nachher im Tennisclub. Ich könnte dich abmelden. Nein, danke. Ich kümmere mich selbst drum. Kommst du? Später. Ich habe noch etwas im Büro vergessen. Ah, klar. Andys Bemerkung war sicherlich daneben. Aber das sieht er ein, wenn man mit ihm redet. Es war nicht nur die eine Bemerkung. Die mobben mich hier seit Wochen. Seit sie wissen, dass ich lesbisch bin. Ist Mobben nicht ein bisschen zu dramatisch? Dumme Sprüche wirst du immer hören. Es sind nicht nur dumme Sprüche. Warum haben die Jana das freie Zimmer gegeben und nicht mir? Dabei hat sie eine feste Bleibe und ich lebe hier aus dem Koffer. Jana ist Robins Schwester. Und Andys Ex. Normalerweise wäre er total gegen ihren Einzug, aber weil es gegen mich geht, ist er plötzlich dafür. Wo willst du denn jetzt hin? Kann ich nicht wieder zu dir nach Königsbrunn? Vanessa, du weißt doch, das funktioniert nicht. Wieso denn nicht? Wir haben das alles besprochen. Du musst endlich auf eigenen Füßen stehen. Aber wo soll ich denn hin? Ich helfe dir, ein kleines Apartment zu finden. Das kann ja Wochen dauern. Kann ich in der Zwischenzeit nicht zu dir? Vanessa, das ist Blödsinn. Die paar Tage wirst du es ja auch noch aushalten. Ach, eben nicht. Außerdem ist morgen mein Geburtstag. Der ist jetzt schon ruiniert, wenn ich hier bleiben muss. Willst du denn feiern? Nicht hier und nicht allein. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du packst jetzt all deine Sachen wieder aus und ich stifte dir eine Party. Ein Zimmer auf Königsbrunn wäre mir lieber. Vanessa. Ich meine ja nur. Und wer weiß, vielleicht glättet so eine Party auch wieder die Wogen. Also, was sagst du? Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Na, was hat denn deine Freundin gesagt? Er hat die Kinder nicht gefunden, noch nicht. Kennt er diese Freundin? Nicht gut, deshalb habe ich sie ja gefragt. Aber er kennt sie. Also würde er bei ihr nachfragen, wenn er wissen wollte. Du meinst, er sucht gar nicht nach ihnen? Er ruft Susanne an, will sie sprechen. Er sucht eine Lösung. Du kennst ihn nicht, zumindest nicht so, wie er jetzt ist. Susanne, ich will ja deinen Mann nicht entschuldigen, aber vielleicht solltest du... Ich konnte einfach nicht mehr und dann hat er mich noch beschimpft und bedroht, da habe ich die Koffer gepackt. Ja, das ist verständlich.
Eure Trennung ist das eine, die Kinder sind das andere. Die Kinder gehören zu mir. Du kannst die Kinder nicht gegen Alex Willen hierher bringen. Was soll ich denn sonst tun? Du musst dich mit ihm einigen. Ihnen zuliebe. Er kümmert sich doch eh nicht um sie, das hat er nie getan. Nur jetzt will er mich plötzlich mit ihnen erpressen. Er hat das Recht, die Kinder zu sehen. Und wie soll das gehen? Soll ich in Argentinien bleiben? Nee, Alex und ich werden uns nie einig. Entweder du akzeptierst das oder ich suche mir was anderes. Susanne! Nee, heute Abend kann ich leider wirklich nicht. Wir brauchen dringend mehr Personal. Ich könnte doch einspringen. Du? Ja, warum nicht? Naja, für heute Abend würde uns das sicher helfen. Ja, sehr sogar. Und wie sieht's in der nächsten Zeit aus? Schätzchen, du willst wirklich hier als Kellnerin arbeiten? Mir macht das Spaß und es lenkt mich ab. Na dann, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, Cecile. Hallo. Wie geht es dir? Gut. Gibt's was Besonderes? Ich habe eine Bitte. Keine Bange, es ist ganz harmlos. Du machst es aber spannend. Nächste Woche findet doch dieses Tennisturnier statt. Ich erinnere mich. Wir wollten noch daran teilnehmen. Ja, ich wollte dich fragen, ob du noch dabei bist. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht mehr als Ehepaar auftreten. Hey. Wann zieht Jana eigentlich ein? Ihr wollt später die ersten Sachen vorbeibringen. Hey, alles klar bei dir? Alles bestens. Felix. Kann man den Club eigentlich auch für eine Privatparty mieten? Ja klar, wann denn? Heute? Ich wollte in meinen Geburtstag reinfeiern. Du hast morgen Geburtstag? Warum hat mir keiner was gesagt? Vanessa ist so bescheiden, sie erwartet von niemandem ein Geschenk. Okay, der Laden gehört dir. Danke. Können wir dir irgendwie helfen? Naja, irgendwer muss die Getränke besorgen. Am besten zwei von euch Jungs, das wird eine ganz schöne Schlapperei. Was brauchst du alles? Bier, Wasser und satte Cocktails, Champagner und Wein natürlich. Wer übernimmt das? Gut, alles klar, ich helfe dir. Gut, ich gebe dann gleich eine Liste mit und ein paar Knabbereien wären auch nicht schlecht. Sonst noch was? Vielleicht ein bisschen was zum Dekorieren? Natürlich. Kümmerst du dich um die Musik? Klar. Und Andi, du könntest schon ein bisschen räumen und wir brauchen ganz viel Platz. Schließlich kommen jede Menge Leute. Und was machst du? Ich lade die Leute ein. Ich verlasse mich auf euch. Das ist so typisch. Jetzt dürfen wir uns wieder für sie abrackern. Hey, wir haben wieder was gut zu machen. Ich meine, das mit dem Zimmer an Jana war schon ganz schön heftig. Wieso? Wir waren nur ehrlich. Ich wohne halt nicht gern mit ihr zusammen und ich weiß genau warum. Ja, Vanessa schafft es immer wieder, uns auszunutzen. Jetzt hört auf, hier rumzumeckern. Wir haben ihr das angeboten. Außerdem hat sie morgen Geburtstag. Genau, Jungs. Wir haben einiges zu tun, also los. Ha? Übrigens, mit dem Essen, ich hab's mir anders überlegt. So, wir jetzt doch nichts einkaufen. Doch, doch. Aber ich hätte gerne ein richtig großes Buffet. Kriegt ihr doch hin, oder? Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt machen soll. Drei Erdbeershakes, zwei Bananenshakes, sorry, ein Latte Macchiato. Ich helfe dir gleich. Nee, nee, geht schon. Und wenn du noch mal mit ihm redest? Ach, Papa ist mein geringstes Problem. Mir geht es um meine Kinder. Ich kann sie nicht noch länger da drüben alleine lassen. Warum holst du sie nicht einfach nach? Das würde ich ja gerne, lieber heute als morgen. Aber ich habe noch nicht mal Geld für ihre Flugtickets. Das würde Arno dir garantiert leihen. Ich werde ihn aber garantiert nicht fragen. Hallo, ihr zwei. Na, hättest du Lust auf einen Spaziergang? Sagen Sie bitte meinen Schein bei dieser Gala ab. Ach ja,
Den Frühjahrsball der britischen Botschaft, den schenke ich mir auch. Natürlich. Und wenn irgendwelche Rückfragen kommen, werde ich eine passende Erklärung finden. Ich wollte dort mit meiner Frau hingehen. Aber so ändern sich die Dinge. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja, und das sollten Sie als allererstes erledigen. Das Tennisturnier in der nächsten Woche muss auch ohne mich stattfinden. Das Osterturnier? Aber daran nehmen Sie seit 20 Jahren teil. Dieses Jahr nicht. Ich verstehe. Konstantin, was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich was für Erdkunde nachgucken, aber ich bin gleich wieder da. Warum ergreift Papa immer Partei für Alex? Aber das tut er doch gar nicht. Er möchte nur, dass du dir alles gründlich überlegst. Als ob ich das nicht täte. Natürlich, es gibt immer zwei Seiten, ist mir auch klar. Aber für mich zählt nur eins. Paul und Lisa soll es gut gehen. Ja, was ist das Beste für die beiden? Bestimmt nicht, wenn sie bei Alex sind. Aber ist es gut, wenn du dich im Streit von deinem Mann trennst? Ich will mich ja mit ihm einigen, aber ich fürchte, es ist unmöglich. Oh, das käme auf einen Versuch an. Und wenn er da nicht mitmacht? Nee, mein Gefühl sagt mir, ich muss weg da. Und Ihnen geht es hier sowieso besser. Das wird sich erst noch herausstellen. Ja, ich kann nicht wissen, was wird. Aber hier habe ich wenigstens eine Chance auf einen Job. Susanne? Arno und ich, wir werden dich in jeder Art und Weise unterstützen. Ich möchte euch nicht auf der Tasche liegen. Irgendwie werde ich schon für die beiden sorgen. Da bin ich mir sicher. Und was das Geld für die Flugtickets für die Kinder anbelangt, ich könnte dir vorläufig etwas leihen. Ich zahle es auf jeden Fall zurück. Hey, davon gehe ich aus. Oh, ich würde wirklich gerne möglichst bald fliegen. Insofern wäre mir das eine große Hilfe. Na ja, also, dann? Arno hat wirklich einen Glücksgriff mit dir getan. Oh, danke schön. Hoffentlich kann ich den Streit mit ihm noch beilegen, bevor ich fliege. Aber bestimmt. Meinst du? Hallo, Vanessa. Hallo. Ich gratuliere besser noch nicht. Denkst du ums Unglück? Trotzdem danke. Ja. Wir haben leider nur ein ganz kleines Geschenk für dich. War ja ziemlich kurzfristig. Danke, das ist der Gedanke, der zählt. Ich mache es erst später auf, ja? Oh, hi, Leonard, wie geht's? Gut. Ich wollte mich für die Einladung bedanken. Ist doch klar. Ja, dann viel Spaß. Es füllt sich ja langsam. Vanessas Gabentisch quillt trotzdem nicht gerade über. Ja, die Ärmste. Dabei macht sie die Party bestimmt nur wegen der Geschenke. Nein, nein, nicht nur. Auch weil sie gerne im Mittelpunkt steht. Hi. Du bist nicht eingeladen. Musst du nicht eh deine neue Bude einrichten? Ich wollte dir das Zimmer nicht wegschnappen. Hast du aber. Hallo. Hi, Carla. Wow, das ist hier gigantisch. Naja, du hast gesagt, du zahlst die Party. Ja, aber ich dachte eher an eine kleine Feier. Oh, dann habe ich wohl was missverstanden. Mach nichts. Das ist für dich. Danke. Bitte. Wir trainieren für das Turnier. Ja, das habe ich bereits abgesagt, Konstantin. Hast du nicht? Ich habe gerade mit Frau Kepler gesprochen. Ach. Ja, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich werde an diesem Turnier nicht teilnehmen. Cecile will nicht und das ist wohl auch besser so. Johannes, Cecile ist nicht der einzige Doppelpartner auf der Welt. Nimm doch mich. Dich? Ja, immerhin wären wir auch nicht das Lahnstein-Doppel. Komm, ich habe damals schon Tante Carlotta über den Platz gejagt. Oder traust du mir das nicht zu? Doch, doch, so war das nicht gemeint, aber ich... Na also, dann lass mich jetzt nicht hängen. Ja, wir können es ja mal versuchen. Arno, hast du einen Moment für mich? Es geht um Susanne und euren Streit.
Deiner Tochter geht es um das Wohl ihrer Kinder. Ihr Mann verfolgt ja wohl nur seine eigenen Interessen. Vielleicht könnte man sich mit ihm einigen. Aber sie versucht es ja nicht einmal. Stattdessen entführt sie die Kinder. Das stimmt so nicht ganz. Sie möchte ihnen die Entscheidung überlassen. Davon war nicht die Rede. Sie sind 15, 16, alt genug zu wissen, was sie wollen. In den kommenden Tagen möchte Susanne nach Hause fliegen und alles klären, möglichst auch mit ihrem Mann. Und ich finde, Moment, dass Moment mal, das ist jetzt neu für mich. Davon wusste ich nichts. Jetzt weißt du's. Ich freue mich so, dass ich bei euch einziehe. Klar, das macht ja auch voll Spaß, einer Freundin in den Rücken zu fallen. Mach Jana nicht an, sie kann nichts dafür. Vanessa, wir haben es für sie entschieden, damit musst du leben. Jana, du hast übrigens noch gar nichts von Paris erzählt. Du warst in Paris? Wie war's denn? Erzähl doch mal. Die Stadt ist toll. Bestimmt gerade, wenn man frisch verliebt ist. Ach, du warst auch noch mit deinem Freund da? Ja, das heißt, es lief nicht so klasse. Wir haben uns getrennt. Besser, man erkennt sowas schneller als gar nicht. Aber du hast doch sicher was von der Stadt gesehen. Warst du auch auf dem Montmartre? Nein. Echt nicht? Ich dachte, da pilgert jeder zuerst hin. Ich habe mir halt die weniger touristischen Ecken zuerst angeschaut. Ja, welche denn? Warst du in Belleville? Ja. Und? Wie war's denn? Sehr schön, wie der Name schon sagt. Was? Spinnest du? Das ist doch voll das Abbruchviertel. Ja, dann habe ich das wohl verwechselt mit... Mit dem 13. Arrondissement. Nein, ich meine... Das mit deinem Freund hätte ich ganz schön mitgenommen, was? Naja. Von wegen, sie war nämlich überhaupt nicht da. Worauf habe ich mich da eingelassen? Mein Schuh war nicht richtig zu. Aha. So, nochmal. Cécile. Sorry. Worauf habe ich mich da denn nur eingelassen? Für ein Doppel ist das sowieso nicht die richtige Art von Training. Ja, stimmt. Eigentlich sollten wir auch nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Hey, ihr zwei. Habt ihr Zeit und ein bisschen Mut? Also, ich verstehe das irgendwie alles nicht. Du warst die ganze Zeit hier und hast dich vor allen versteckt? Weiß, das hört sich jetzt bescheuert an. Aber ich habe vorher so von Dirk und Paris geschwärmt. Und dann wollte ich es halt nicht zugeben. Naja, mit deiner Story hast du mir dir auf jeden Fall ganz schön das Leben schwer gemacht. Ich weiß. Aber zum Glück konnte ich bei ihm bleiben. Mit dem läuft aber nichts, oder? Nein, der ist voll okay. Im Gegensatz zu Dirk, der scheint ja echt mega Arsch zu sein. Dich auf so eine Tour abzuservieren, sei froh, dass du ihn los bist. Bin ich auch. Apropos Tour, ich muss da noch was klären. Was sollte das eben? Du hast versprochen, dass du nichts sagst. Das war vor der Sache mit dem Zimmer. Was hat denn das damit zu tun? Sehr viel. Ich dachte, wir sind Freundinnen. Die hätten dich sowieso nicht genommen. Du bist viel zu zickig. Wenn es dir nicht passt, dann verzieh dich doch. Das hier ist meine Party. Na, wer macht den Anfang? Nun, ich hätte nicht so ausrasten sollen. Außerdem war es ungerecht. Oh, ich war einfach sauer, weil du mich kritisiert hast. Ich wollte dich vor unbedachten Schritten bewahren. Ja, du hast ja nicht ganz unrecht. Ich muss ja wenigstens versuchen, Alex mit einzubeziehen. Wenn du das sagst. Außerdem hätte ich euch die ganze Wahrheit sagen sollen. Aber ich war so durcheinander.
Das ist ja kein Wunder bei den Problemen, ist das verständlich. Aber jetzt sehe ich klarer, wirklich. Gut. Wie sehen denn deine Pläne für die nächste Zeit aus? Ich fliege so schnell wie möglich nach Buenos Aires. Ich spreche mit den Kindern, ich spreche mit Alex. Und wenn es irgend geht, einigen wir uns. Das klingt vernünftig. Ob's klappt, steht auf einem anderen Blatt. Auch das klappt. Wer hat schon eine Chance gegen den Brandnerschen Dickschädel? Danke. Spiel, Satz und Sieg sind dein Team, sag ich doch. Dankeschön. Danke. Also, sind wir jetzt bei dem Charity-Turnier dabei? Ja, klar sind wir. Okay, dann sollten wir vorher aber noch ein bisschen trainieren. Also, weiter. Nette Party, hm? Ja, nur Vanessa scheint sich nicht zu amüsieren. Hm. Das geschieht ihr ganz recht. Die Nummer mit Jana eben fand ich echt unfair. Ich weiß auch nicht, was in sie gefahren ist. Sag mal, in deinen Augen rechtfertigt ihr Coming-out wohl alles, was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich will sie so einfach verstehen. Hey, du lässt dir von Vanessa doch nicht den Abend verderben. Jetzt wird getanzt. Wie machst du das? Jahrelange Übung. Lass es für heute aufhören, okay? Ah, gut. Hättest mir ruhig sagen können, wie gut du Tennis spielst. Ich wusste auch nicht, dass du so ein Tennisfreak bist. Ah, tut das gut. Gut für den Kopf. War wirklich eine tolle Idee. Die fühlt sich auf, als wäre das ihre Party. Komm, lass sie doch. Es sind übrigens nur noch ein paar Minuten. Wir sollten langsam den Sekt verteilen. Ich hab eh nichts zu feiern. Ich hab gesagt, du sollst dich verziehen. Stattdessen spannst du mir hier die Freunde aus. Wie bitte? Um es unschuld. Ich weiß, wie berechnend du in Wahrheit bist. Wie war das nochmal mit Dirk? Mit dem machst du nur zusammen, weil er so viel Geld hat. Sie hat sich von dem aushalten lassen. So eine ist das nämlich. Du brauchst dich überhaupt nicht aufspielen. Dein Coming-out war doch nur ein mieser Trick. Du hast mir doch selbst gesagt, dass du dich nur als Lesbe ausgibst, damit Carla dich zurück aufs Schloss holt.